Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.3. So, die Nutzer Peter und Frank hatten mir zwei Fragen gestellt im YouTube in den letzten Tagen und die möchte ich heute hier in diesem Video kurz beantworten. Dazu nutze ich unser Projekt mit dem Copy-PCP, was ich im letzten Video gemacht hatte, mit der Platine mit Mehrfachnutzen. Und die erste Frage von Frank war, wir hatten ja hier den Nutzen aufgeteilt mit dieser Silk-Linie, Bestückungsdrucklinie, wo man dann, an der man dann hätte manuell selbstständig hätte schneiden können. Und wie kann man das machen, dass man hier nur noch brechen muss und nicht mehr schneiden? Ja, die Lösung ist im Prinzip ganz einfach. Wir gehen hier auf das Layer Edge Cuts. Rechts wählen hier das grafische Zeichenwerkzeug aus und wenn man natürlich, dann müssen wir hier noch ein relativ kleines Raster einstellen und ihr seht schon, ich habe jetzt hier mal drei so Edge Cuts gezeichnet mit ein bisschen Stegabstand und ich mache das hier nochmal an der vierten Seite. Einfach entsprechend Steg lassen, rauszoomen, wieder reinzoomen, hier oben auch entsprechend Steg stehen lassen und mit Escape-Werkzeug benden. Damit hätten wir jetzt diese Edge Cuts hier gezeichnet. Und ich könnte jetzt hier aufgrund dieser Stege dann entsprechend brechen und damit meine Platine teilen. An dieser Stelle, das ist eine Möglichkeit. Bitte aufpassen bei den Herstellern, die bieten das auch schon an, Platinen mit Mehrfachnutzen zu produzieren und die würden euch das dann auch schon direkt schneiden. Das heißt, ihr braucht da gar nichts zu machen mit so Stegen. Geht da bitte auf die Webseite eures Herstellers vom Vertrauen und macht euch da mal schlau. Da gibt es verschiedene Angebote, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und da kann man also solche Platinen mit mehrfachen Nutzen schon direkt erstellen lassen. Und dann werden die auch gleich geschnitten und ihr erhaltet dann im Prinzip vier solche kleinen Platinen. Aber das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. So, damit hoffe ich, die Frage Nummer 1 beantwortet zu haben. Die Frage Nummer 2. Der Peter hat eine Platine gemacht und die Mounting Holes waren zwar als Bestückungsdruck vorhanden, aber nicht gebohrt. Woran kann das liegen? Also hier nochmal kurz gezeigt, vorgehen Mounting Holes. Erstmal im Schaltplan so ein Hole als Schaltplansymbol importieren. Da gibt es zwei Stück. Einmal dieses hier ohne Anschluss oder entsprechend Hole mit Pad. Das ist dann dieses hier und gescheiterweise wird dieses dann auch auf die jeweilige Ground, auf das Ground Layer der Platine gelegt und ich kann somit mein Ground Layer hier über dieses Mounting Hole dann zum Beispiel mit der Schraube vom Gehäuse, wo das die Platine im Gehäuse verschraubt wird, entsprechend elektrisch verbinden. So, dann müssen wir natürlich das Ganze annotieren. Damit erhalten unsere Mounting Holes hier entsprechend Nummern, nochmal einen DRC-Check durchführen, jawohl, gibt keine Fehlermeldung, passt. Jetzt müssen wir hier entsprechend hinzufügen oder hinzufügen den Footprint und da gibt es also die Bibliothek Mounting Hole. Hier, da sind also verschiedenste Mounting Holes von M2 bis M8 vorhanden. Ich nehme mal hier M3, DIN oder ISO kann ich mich entscheiden oder hier normales metrisches M3. Und ich weise das einfach hier zu. Damit ist der Footprint zugewiesen. Das ist der nächste Schritt. Der muss auch richtig funktionieren und sollte so, wie hier gezeigt, geschehen. Dann sollte da auch schon mal nichts schief gehen. Wir speichern die ganze Schaltung. Wir können natürlich jetzt oder müssten jetzt die Netzliste erstellen und im PCB-Layout die Netzliste wieder einlesen. Bei solchen kleinen Änderungen an so einer Platine kann ich das auch über die Taste F8 abkürzen und er wechselt dann hier sofort ins PCB-Layout und ich kann jetzt hier die Mounting Holes importieren. Diese Fehler hier, diese bitte ignorieren, die entstehen jetzt dadurch, dass ich ja hier schon diese kleine Schaltung mehrfach als Nutzen kopiert oder als Array erstellt habe, um diesen Nutzen zu erzeugen und dadurch findet er natürlich jetzt hier das Bauteil Q1 mehrere Male und das ist für ihn ein Fehler. Den können wir aber an dieser Stelle getrost ignorieren. Wenn ihr das macht und habt natürlich den Nutzen vorher noch nicht erstellt, erscheint auch dieser Fehler nicht. So, mit PCB aktualisieren, dann werden diese Mounting Holes importiert
Und da sind sie, et voilà. Und ich kann sie jetzt hier mit der Taste M also anklicken und mit der Taste M für Move bewegen. Und wir können natürlich hier nochmal die ganze Sache anschließen. Das mache ich natürlich im Bottom Layer. So. Jetzt hätten wir also hier einmal ein Mounting Hole, was hier auf Ground mit angeschlossen wäre, und ein Mounting Hole ohne jedweden Anschluss, also elektrisch isoliert. Und was passiert hier? Wenn ich also jetzt mal hier in die gelbe Fläche hineingehe und die Taste E drücke, dann sehen wir hier den Pad-Type, das ist ein NPDH mechanisch, und bemerken uns hier mal NPDH. Und wir haben hier außen natürlich noch die entsprechende mit Taste E zu erreichende Footprint-Eigenschaften für die beiden äußeren Bereiche. Das hier einmal das F-Fab und das F-Silk. F-Silk wird natürlich gedruckt und das ist dann auch der Umriss, aber die Bohrung hat eben beim Peter gefehlt. Wodurch kommt das? Es entsteht in der Regel oder ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich beim Exportieren oder Plotten entstanden. Denn wenn ich jetzt meine Schaltung hier mal plotte, muss ich hier Bohrdateien erzeugen. Dazu sollte ich natürlich, habe ich jetzt hier den Ordner Gerber ausgewählt. Hier sind sie schon drin. Und ich muss beim Export von dieser Bohrdatei oder beim Erzeugen dieser Bohrdatei hier Exelon auswählen, ganz wichtig. Und ich brauche hier unten die Anwahl Gerber. Das ist auch wichtig, weil die meisten Hersteller mit diesen oder mit diesen Daten arbeiten. Und ich muss dann die Bohrdatei generieren und es entsteht hier eine NPDH, haben wir gerade gelesen, von den Eigenschaften vom Bohrloch, NPDH.drill, und die Datei ist dann die entscheidende, die muss auch mit geliefert werden an den Hersteller der Platinen. So, wir schließen. Wir können hier ebenfalls dann die entsprechenden Einzellayer plotten. Und wenn wir jetzt hier mal in unseren Ordner Gerber gehen, beim KiCad, dann haben wir ja hier den Ordner Gerber. Dann sehen wir jetzt hier NPDH Drill. Und ich gehe mal hier Rechtsklick, öffne das mal mit Z. So sollte das Ding dann aussehen. Und zwar hier sind dann die entsprechenden Bohrdaten, also Bohrdurchmesser und die X- und Y-Koordinate, wo gebohrt werden soll. Das muss vorhanden sein. Und diese Datei oder diese beiden Dateien müssen natürlich mit den anderen einzelnen Layer-Dateien an den Hersteller übertragen werden. Wenn er die nicht hat, kann er euch das Loch nicht bohren. Und ich gehe mal davon aus, dass das passiert ist beim Platinenherstellen. Also entweder war die Bohrdatei nicht erzeugt oder der Peter hat sie beim Exportieren oder beim Zippen nicht mit ins Zip hinein, und dann kommt die natürlich auch nicht an, dann kann man nicht bohren. Ich gehe mal davon aus, dass das sehr wahrscheinlich der Fehler war. Ja, ansonsten empfehle ich natürlich, wenn man jetzt hier sowas gemacht hat, immer noch mal den Gerber Viewer zu öffnen und die ganze Geschichte mal hier einzulesen. Dann haben wir hier unsere einzelnen Layer, die kann ich jetzt hier entsprechend ein- und ausblenden. Dann sehe ich schon mal, ob das alles funktioniert hat. Und dann kann man hier der aktuellen Lage noch eine Exelon-Bohrdatei hinzufügen. Das können wir dann auch mal machen. Dann setzen wir jetzt mal hier die NPDH dazu. Und dann wird also unser NPDH in diesen Gerber-Viewer mit fügt, und das sehen wir hier, wenn ich die jetzt ein- und ausschalte, sehen wir hier, dieses Bohrloch ist jetzt vorhanden. Ja, wird also eingeschalten, ausgeschalten, und damit sehen wir auch auf alle Fälle schon mal, dass das geklappt hat, und jetzt sollte auch hier dieses Bohrloch entsprechend erzeugt werden. So. Auch hier sehen wir jetzt das andere Bohrloch mit dem Pad, auch das ist vorhanden, sind jetzt also beide da. Ich wechsle nochmal hier in diese Lage, nochmal die beiden dazu. Und
sollte das hier auch entsprechend auftauchen. Jawohl, da ist es. So, also muss markiert sein. Wenn ich jetzt hier auch drauf gehe, dann sehen wir, dass also unsere Bohrlöcher vorhanden sind. Da kann ich das im Gerberviewer prüfen, dass die da sind. Und jetzt sollte auch das Bohren funktionieren. Ich hoffe damit, die Fragen beantwortet zu haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit GCAT. Tschüss, bis zum nächsten Mal.